Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, ich befinde mich hier gerade wieder bei den Amaljar, denn ich habe wieder alles von einem Freundlichkeitsrang vollgekriegt und ja, das heißt, wir machen die jetzt weiter, wenn nicht sogar fertig. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, aber gucken einfach mal, dann sehen wir es ja. So, flammende Rache. Lonegar ist verschwunden, ohne jemanden Bescheid zu sagen. Ich befürchte, sie will nach Zanarak, um sich an Zagots Tee zu rächen. Amujgar muss sofort davon erfahren. So. Sie ist fort. Das schmerzt mich zu hören. Ihre Ungeduld wird ihr den Tod bringen. Den Kampf zu suchen, ohne sich selbst oder seinen Gegner zu verstehen, ist kein Zeichen von Mut, sondern von Schwäche. Doch so sehr ich es auch bedauere, Lonegar ist nicht mehr zu helfen. Sie hat ihre Entscheidung getroffen und muss ihren Kampf allein bestreiten. Die Traditionen der Amaljar verbieten es uns, in die Blutrache einzugreifen. Und unsere Tradition ist uns heilig. Wenn sie es wünscht, ihr Leben in einem Anflug von Leichtfertigkeit wegzuwerfen, so soll es sein. Als Kriegerin hat sie die volle Verantwortung für ihr Handeln. Ist ja irgendwie doof. Amujgar will nichts unternehmen. Ich weiß, dass die Traditionen uns ein Eingreifen verbieten, aber irgendetwas müssen wir. Du, der du Stärke bewiesen hast, kannst du uns nicht helfen? Ich bitte dich, auch wenn ich damit Schande auf die Bruderschaft der Asche lade. Als Amaljar bin ich an unsere Gesetze gebunden, doch das gilt nicht für dich. Bitte folge Lonegar nach Zaharak und wache über sie. Sorge dafür, dass sie mit heiler Haut zurückkommt. Okay, die ist dort hinten. Gut, dann folgen wir ihr mal geschwind und hoffen, dass wir noch nicht zu spät sind. So, da sind wir jetzt. In Zaharak. Und sie muss irgendwo hier sein. Da ist sie ja. Steckst du, Zagote? Ich werde dich finden und vernichten. Herodun, was hast du hier verloren? Bist du mir etwa gefolgt? Ich warne dich, komm mir nicht in die Quere. Es gibt jedoch etwas, das du für mich tun kannst. Weiter hinten lag gibt es noch einen Käfig. Ich habe die Leise offen, dort könnte eine Frau gefangen sein, die, nun ja, befreit werden muss. Der Schlüssel zu dem Käfig wird vom Flammenhorn Monabka bewacht, dem Stellvertreter von Zagote. Der Sieg über ihn wird dir einigen Ruhm einbringen. Zagote jedoch gehört mir. Okay, dann besiegen wir den einen mal und retten die Frau, wenn sie denn da ist. So, dann halten wir mal Ausschau nach diesem Typen. Da vorne ist er ja. Das wäre erledigt. Dann suchen wir mal den Käfig. Ah, der ist dort hinten. Ist überhaupt jemand drin? Ah ja. Wer ist da?
Bleib weg, bleib mir vom Leib. Ich weiß, warum ihr hier seid, elender Entführer. Ihr wollt mir meine kleine Lohn rauben. Doch ihr könnt sie nicht haben. Niemand kann sie haben. Sie ist dem Gott des Infernos versprochen. Aha. Oh nein, sie ist besessen. Mutter, du lebst. Wer bist du? Gehörst du zu den Entführern? Hinfort mit dir. Du machst meiner kleinen Lohn Angst. Na los, raus, verschwinde. Mutter. Aha, nichts rührt das Herz mehr als das Wiedersehen einer Mutter mit ihrem Kind. Ich kann kaum noch meine Tränen zurückhalten. Sag uns die, du wirst dafür büßen, was du ihr angetan hast. Manche, die den heiligen Flammen allzu lange ausgesetzt sind, verlieren gänzlich ihren Verstand. Sie vegetieren nur noch vor sich hin, kaum noch zum Leben fähig. Ist unser Gott Ifrit nicht großartig? Komm, mein Kind, es wird Zeit für dich, die reinigende Kraft seines feurigen Segens zu empfangen. Du hörst mir, Zagots. Ich werde diesem Monster ein für alle Mal ein Ende setzen. Doch ohne deine Hilfe habe ich keine Hoffnung zu gewinnen. Bitte zerstöre Ifrits Kessel für mich. Mögen die 12 ihre schützende Hände über dich halten, Tero. Gut, dann zerstören wir mal diese Kessel. Eine befindet sich dort hinten. So, du nervst, du verschwindest hier mal. So, der zweite wäre hier. So, und der dritte ist dort vorne. Gut, das wäre erledigt. So, dann warten wir mal auf sie. Die muss ja auch irgendwo hier sein. Ha, du wirkst wie ein verlorenes Kätzchen, das sich in die Höhle des Drachen verirrt hat. Gib deiner zum Scheitern verdammte Rache auf und ergebe dich deinem Schicksal. Empfange Ifrits Segen wie deine Mutter vor dir. Ah, dieser Schmerz, wie kann das sein? Meine Kraft speist sich aus Ifrit selbst. Falsch, meine Kraft kam aus Ifrits Kessel und diesen unheiligen Artefakten sind ihn zerstört. Ohne den göttlichen Schutz bist du meinem Fallen hilflos ausgeliefert. Die Gnade, erbarme dich meiner, bitte, verschone mich, dann werde ich dir zu Diensten sein, bitte, ich flehe dich an. Jämmerliche Kreatur, Zagots Tee, du bist eine Schande für die Amaljar. Mein Ziel habe ich erreicht. Keine weiteren meiner Pfeile sollte ich mit deinem feigen Blut getränkt werden.
bin fort bei dir. Verkrieche ich dich irgendwo in diese Steinechse. Ja, zu Nerin, stirb! Amushka. Zagotzi, du hast vergessen, was es bedeutet, ein wahrer Krieger der Amaljar zu sein. Für deine Feigheit und Niedertracht kann es nur eine Strafe geben, den Tod. Lohnga, ich habe deinen Kampf beobachtet. Du hast Ehre und Mut bewiesen. Ich bin stolz auf dich. Vor lauter Aufregung ist mir doch tatsächlich ein Dolch aus der Hand gerutscht. Was für ein Pech, dass Zagotzi zufällig in der Flugbahn stand. Offensichtlich habe ich auch noch keine Perfektion in den Kampfkünsten erlangt. Mutter, hast du uns beobachtet? Ich habe dich gerecht. Ja, gut. Die sind hier weg und lassen mich einfach alleine zurück. Kein Problem. Wir kommen ja alleine zurecht. Hätten mich ja ruhig mitnehmen können. So. Auf dem Weg zurück zum Ring der Asche. Da. Hallo, was haben wir denn hier? Ein Jagdziel. Das nehme ich immer gerne mit. 4 Stück. Ah. Ja, gut. Mal gucken. So. Da sind wir nun. Da die Flammenfänge besiegt sind, werden sich die übrigen Amaljar aus Zanrak in ihren Lagern verkriechen. Und obwohl Ifrits Flammen noch nicht erloschen sind, werden wir seine unwürdigen Diener unermüdlich bekämpfen, mit dem Feuer, was wir selbst in unseren Herzen tragen. Noch mehr als irgendjemand sonst hast du heute Stärke bewiesen. Du wirst von nun an ein großes Vorbild für alle Krieger sein, ein Sinnbild für Perfektion. Selbst wenn sich unsere Völker eines Tages erbittert im Krieg gegenüberstehen sollten, du wirst auf immer und ewig im Ring der Asche willkommen sein. Ich habe meine Mutter sicher zur vergessenen Oase gebracht. Besessene gelten als unheilbar, doch ich hoffe sehr, dass sie zumindest ein wenig inneren Frieden in unserer alten Heimat findet. Ach ja, noch eins, Tero. Anfangs habe ich an dir gezweifelt. Das tut mir leid. Du hast deinen Mut und deine Stärke bewiesen. Mehr als jeder Amaljar es je vermocht hätte. Du hast dir meinen Respekt verdient. Ich danke dir. Hey, mal ohne Maske. Ach, was für ein seltsames Gefühl. Starr mich nicht so an, ich kann nicht so viel wie ich aussehe. Es wird Zeit, dass du gehst. Neue Abenteuer erwarten dich. Auch wenn unsere Katastrophen ereilen, lass uns weiter dem Weg der Stärke folgen. Das ist unsere Bestimmung. Hey.
Hey, wir sind tatsächlich fast fertig. Jetzt müssen wir noch nach Ulda. Und mit dem Swift reden. So, Giselbert hat mir einen detaillierten Bericht geschickt. Offensichtlich warst du genau der Richtige für diese Aufgabe. Die Amalchar werden so schnell niemanden mehr entführen. Tanalan kann erstmal wieder aufatmen. Natürlich stellen die wilden Stämme auch weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr dar, aber du hast dir deine Belohnung und ein wenig Ruhe redlich verdient. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute für deine weiteren Abenteuer. So, die Amalchar sind nun vertraut. Vertrauen der Aschebrüder. So. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu den Aschebrüdern. Ist ja ein bisschen doof, dass wir hier die Quest abgeben müssen, um den letzten Rufrang eben zu bekommen. Also, wie man es jetzt sieht, wir sind ja Rang 4 vertraut und wir können keine Punkte mehr sammeln. Das heißt, die wilden Stämme aus Realm Reborn sind dann erstmal erledigt. Also, fast, aber das kommt später. So, jetzt noch mal kurz dorthin. Wir haben auch mittlerweile ein paar dieser Stahl-Amaljogs gesammelt, aber naja. So, wir können nämlich jetzt... Gut, wir können uns hier eine Notenrolle kaufen, die nehmen wir einfach mal mit. Und das eben für Housing, aber das brauchen wir gerade nicht. Was wir allerdings brauchen, also mehr oder weniger, ist nochmal das Drakonhorn und den Aufzieh-Amaljar. So. Erstmal hier die Notenrolle. Dann hier den Aufzieh-Amaljar. Und das Drakonhorn. So, wo haben wir denn? Der Aufzieh-Amaljar. Narubo kam das erste Mal mit Uhrwerktechnik in Berührung, als er die Marionette eines Abenteurers aufnahm, die in der Nähe seiner Schmiedewerkstatt erschlagen wurde. Sein Aufzieh-Amaljar ist eine originalgetreue, animierte, technische Meisterleistung. Ja, das ist jetzt die hier. Und die springt uns so lustig hinterher. Und das andere wäre dann... noch der Reitdrakon. Ein Reitdrakon abzurichten ist ein langer und mühseliger Prozess, der schon kurz nach dem Schlüpfen des Jungtiers beginnt. Er bekommt seine Mutter nie zu Gesicht und wird von einem Drakonflüsterer aufgezogen, um sicherzustellen, dass er sowohl unterwürfig als auch tödlich ist. Ja, und das ist unser kleiner Reitdrakon. Der kann auch eine Flammenodem. Und er kann seit dem neuesten Patch auch fliegen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber naja. Das können viele Reittiere, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, deswegen lassen wir es einfach mal dahingestellt sein. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir weiter mit den Sylphen, damit wir die alle fertig haben. So, da sind wir nun in der Sylphenzuflucht. Holmuxio. Die Geburt des heiligen Kindes. Abenteurer, die meinige hat gute und schlechte Nachrichten bezüglich der Wiege. Welches als erstes? Naja, die gute Nachricht ist nicht so wichtig. So, nicht so wirklich so gut. Dafür ist die schlechte wirklich sehr schlecht. Überleg nicht zu lange, die Zeit ist knapp. Hier die gute Nachricht zuerst. Einer der Unsrigen aus der Zuflucht hat den momentanen Aufenthaltsort dieser widerlichen Diluxio ausfindig gemacht.
Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Die Luxio scheinen schon mit der Geburtszeremonie des heiligen Kindlichen begonnen zu haben. Aber damit nicht genug. Gerade aus der Wiege geschlüpfte Sylphen haben bereits einen festen Glauben. Diese besagt unter anderem, dass die erste Person, die sich nach der Geburt sehen, ihre Pflegemutterige ist. Wenn Deluxius Plan Erfolg hat, wird sie zur Pflegemutterigen des heiligen Kindlichen. Das wäre eine Katastrophe. Wenn das geschieht, ist es vorbei mit den Unsrigen. Die Älterste muss sofort von dieser Entwicklung in Kenntnis gesetzt werden, bevor es zu spät ist. Okay, hier bahnt sich auch eine Katastrophe an. Schon wieder. Jage erfordert ein schnelles Handeln. Die Unsrigen müssen auf der Stelle ins Sylphenland aufbrechen. Die Wiege des heiligen Kindlichen muss sofort zurückerobert und Deluxius' Plan vereitelt werden. Ich komme auch mit. Bisher war ich nur dafür bekannt, dass ich immer gerettet werden musste. Aber das wird sich nun ändern. Ich will mehr erreichen, als nur den Sylphen zur Last zu fallen. Bitte lass mich helfen, du wirst es nicht bereuen. Ist der Stümperhaftige sich da sicher? Die Wiege zu retten wird schwierig genug werden. Ja, ich bin mir sicher, ich werde euch auf meine eigene Art und Weise nützlich sein. Das spüre ich irgendwie. Hört her, versammelte Tige, wir sind so gut wie gerettet. Der Stümperhaftige spürt es irgendwie. Stümperhaftiger, dein Spürsinn in allen Ehren, aber die Erfahrung sagt der meinigen etwas anderes. Der Abenteurige wird auch ohne den Stümperhaftigen schon genug zu tun haben. Ein Klotz am Bein wäre da eher unangebracht. Der Stümperhaftige bleibt also lieber hier und bewacht die Zuflucht. Wer weiß, vielleicht wird sich ja in der Zwischenzeit von einer Horde wild gewordener Marienkäfer angegriffen. Ihr seid so gemein. Die Meinige sieht den Stümperhaftigen nicht gerne weinen, aber heute fehlt den Unsrigen leider die Zeit für einfühlsame Gespräche mit Händchen halten. Die Zukunft der Unsrigen steht auf dem Spiel. Der Abenteurer ist bereit zum Ausrücken, oder? Der Ort, an dem die Zeremonie stattfindet, ist tief im Sylphenland und nennt sich Sprösslingswiege. Schaut her, alle zusammen. Wie findet ihr das? Die Verkleidung ist so wirklich perfekt. Ich halte mich selbst schon für ein Chocobo. Damit werden wir die bösen Sylphen täuschen. Ganz bestimmt. Der Chocobo krächzen habe ich auch schon heimlich geübt. Quäh, quäh. Na, wird sich das an? Perfekt, oder? Quäh, quäh. Die Meinige ist sprachlos. Lass uns aufbrechen. Hier ist der Ort, Sprösslingswiege. Ich werde vorausgehen. Lass mich bloß nicht zu lange warten. Heiliges Kind, ich werde dich retten. Quäh, quäh. Verdammt, der Stümperhaftige ist so gut wie tot. Vielleicht sollte der Abenteurer ihn lieber doch begleiten. Oh, Mann. Gut, dann schnell ins Sylphenland und das heilige Kindliche retten, oder Kindigliche, wie auch immer die das aussprechen. So, da steht er ja. Ein einzelner Chocobo wird oft von Monstern angegriffen. Kannst du mich vielleicht bis zur Sprösslingswiege begleiten? Falls wir uns unterwegs aus den Augen verlieren sollten, treffen wir uns wieder hier. Ab hier beginnt die Begleitschussmission für... Ach Gott. Sprösslingswiege wohl... Super, im tiefsten Sylphenwald. Na, da haben wir mal wieder das typische Beispiel. Das typische Beispiel. Wir laufen zu schnell für den NPC, aber gehen zu langsam. Das heißt fast, also
Naja. Wie jetzt? Wird das Ding ja von allem Scheiß angegriffen? Das ist ja unfassbar. So, komm mit, es ist nur schwierig genug, so rumzulaufen. Das Kostüm ist der Hammer, oder? Ja, total. Nicht so schnell! Quäh! Oh Gott. Wir sind bald bei dir, heiliges Kind. Gut, ich glaube, jetzt können wir wieder so rumlaufen. Da kommen ja keine Viecher mehr. Bald. Gut, so schnell sind wir nicht. So. Sie dort. Sehr schön. Puh, endlich angekommen. Der Weg war weiter, als ich dachte. Die Wiege des heiligen Kindes ist gleich dort drüben. Quäh. Quäh. Da ist sie, die Wiege des heiligen Kindes. Wie erwartet, ihr Tölpenhaftigen habt eure Lektion wohl immer noch nicht gelernt. Jetzt wird ernst gemacht. Das heilige Kindliche wird jeden Augenblick das... Was zur Hölle? Das Licht der Welt, das Licht Eosias erblicken und dann werden die Unsrigen ein neues Zeitalter einläuten. Von dem Metalligen hat die Meinige keine Angst mehr. Jedriger, der sich den Unsrigen in den Weg stellt, wird ab sofort den Wald zum Fraß vorgeworfen. Nanu, was macht denn diese süße Chocobogie hier? Egal. Abenteurer, mach dich bereit. Dein Ende steht kurz bevor. Das Kindliche berührt ab sofort außer der Meinigen niemand mehr. Oberhäuptige Deluxio, sieh doch, der Chocoboige ist gar kein Chocoboiger. Was zum? Kein echter Chocoboiger? Tada, da staunt ihr was? Ich bin's. Haha. Hat euch der süße Chocobo hinters Licht geführt? Das tut mir aber leid. Quä. Abenteurer, folge mir. Ich werde mich mit der Wiege so schnell, so weit aus dem Staub machen, wie es mit meinen müden Beinen zulässt. Verdammter Mist! Der Tölpelhaftige hat uns doch tatsächlich getäuscht. Bleibt sofort stehen! Oh Mann. Unfassbar.
Das ging ja schnell. So, wir helfen mal dem Chocobo, sozusagen. Puh, meine Beine wollen nicht mehr weiter. Entschuldige, Abenteurer, mein Körper hört nicht mehr auf mich. Nicht mehr auf mich. Die anderen hatten wohl recht. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Naja, zumindest ein bisschen konnte ich helfen. Nimm die Wiege an dich und schlag dich bis zur Zuflucht durch. Um mich brauchst du dich nicht zu kümmern. Ich schaffe es bestimmt alleine irgendwie. Hoffentlich. Los, nun beeil dich schon. Gut, wir müssen wieder Sachen antatschen, damit wir weiterlaufen können. Schnell raus hier. Aus diesem Wald mit der Psychomusik. So, die Hälfte des Weges haben wir schon fast geschafft. So, das sieht jetzt irgendwie einfach aus. Aber früher, als man nur maximal Level 50 werden konnte, war das schon etwas schwieriger, weil zum Beispiel diese Höfe hätte einen angegriffen. Und sobald ein Windhauch dich berührt, lässt du diese Wiege fallen. Und das ist dann schon etwas, naja, nervig gewesen, weil du den ganzen Weg nochmal laufen dürftest. So, nur noch ein bisschen, dann sind wir bei der Zuflucht. Wie dieses Püppchen hinterher springt, irgendwie lustig. So, gut, da ist die Zuflucht und wo muss das jetzt genau abgeschaltet werden? Da oben oder was? So, wir haben es geschafft. Das Kind ist in Sicherheit. Gerade noch rechtzeitig. Puh, das ist mir selbst ein Rätsel, wie ich es unbeschadet hier bis hierher geschafft habe. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass mein letztes Stündlein geschlagen hatte. Ich muss mich bei dir bedanken, Abenteurer. Wenn mich diese Geschichte eines gelernt hat, dann wie machtlos ich eigentlich bin. Als Naturforscher darf es einfach nicht in meiner Natur liegen, leere Theorien aufzustellen. Ich muss am Ort des Geschehens sein, die Dinge mit eigenen Augen betrachten und ihnen aufmerksam zuhören. So eigne ich mir mein Wissen an. Das wahre Leben findet man nicht in einem Bücherregal. Von mir aus kann es nun losgehen. Dieser Augenblick wird uns hoffentlich für immer im Gedächtnis bleiben. Ein wahrlich wundersamer Moment im Leben der Sylphen. Es wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis dieses Schauspiel erneut bezeugt werden kann.
Es ist soweit. Die Geburt des heiligen Kindlichen steht kurz bevor. Wer ruft nach der Meinigen? Die Meinige nennt sich Frixio und ist die Ältrigste in dieser Zuflucht. Die Unsrigen heißen die Deinige herzlichst willkommen. Die Deinige ist nun ein Teil der Familie. Lass die Unsrigen die Hände ergreifen und ein friedliches Hilfenfeld erschaffen. Wenn dies der Wunsch der Eurigen ist, soll ich nun geboren werden, um nach seiner Erfüllung zu streben. Die Unsrigen sind dir zutiefst im Dank verpflichtet. Es wird der Meinigen eine Ehre sein. Yay, das Kind ist geboren und man kann es komischerweise nirgends mehr finden. Aber gut. So, jetzt müssen wir zurück nach Malkridania und mit diesem Fosé im Abaton Bericht erstatten. So, der ist dort hinten. So, willkommen zu Hause. Gerade vor kurzem ist auch ein Brief von Voisey eingetroffen, mit dem er von deinen Heldentaten in Sylphenland berichtet. Das heilige Kind befindet sich in der Zuflucht, wohlbehalten und in der Obhut der Sylphen. Dem Brief zufolge scheint auch von den bösen Sylphen in Sylphenland bis auf weiteres keine größere Gefahr mehr auszugehen. Deinen Auftrag hast du also mit Bravour gemeistert. Ich möchte dir daher für deine Verdienste als Repräsentant der Bruderschaft aufs Herzlichste gratulieren. Vielen Dank, Theronun. Ohne dich wäre die Sache wahrscheinlich nicht so glimpflich verlaufen. Und jetzt gehe ich erstmal in Kridania ein wenig von diesem Abenteuer erholen, damit wir auch nächstes Mal wieder auf dich zählen können. So. Vertrauen der flüchtigen Sylphen. Der flüchtigen Sylphen, okay. So, und wie auch bei den Amaljar gibt es hier jetzt auch noch etwas zu kaufen. So, einmal für Sylphen Goldblätter können wir diese Notenrolle kaufen. Flipper Digibet oder so. Und als normale Waren können wir ein Lorbeer-Gobunhorn und eine Sylphenpuppe kaufen. So, erstmal das, dann die Sylphenpuppe und das Horn. So, geh ich mal kurz nach dort unten. So, die Sylphenpuppe. Bei den Sylphen gebären nur besondere Exemplare Nachkommen. Sie tragen eine Blume auf ihrem Kopf, denn wenn einmal befruchtet, nach einer Reifungsperiode abfällt und eine abkömmlichen Sprösslinge genannt, hervorbringt. So, das ist die kleine Sylphenpuppe. Man sieht, dass es wirklich ein Stofftier ist. So, und als Reittier gibt es den Lorbeer-Gobul. Nachdem ihr das Moos und die Blumen vom Kopf entfernt wurden, nahmen die Sylphen von der Sylphenzuflucht diese sanftmütige Gobul bei sich auf und fertigten für sie einen beeindruckenden Lorbeerkranz an, um ihre Narben zu kaschieren. Ja, das ist der Gobul und er kann einen großen Nieser. Ja, und dieses Ding, ihr glaubt es kaum, kann auch fliegen. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung warum. So,
Gut, dann haben wir jetzt nur noch die Kobolde im Prinzip und die Sahagin. So, einmal zurück nach Limsa, um ein paar Teleportkosten zu sparen. Und da müssen wir jetzt nach Camp Ausblick. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann, ja, war es erstmal für diese und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Bis dann. Ciao, Leute.